herzlich willkommen zu einer weiteren XXL-Farm-Folge auf der Marchfelder Land mit dem Tigerfarm. Hallo! Und du bewegst dich gerade zum Tigo. Tiger, Tigo. Passt aber nicht hinten dran, sonst sehe ich ab. Ja, schade. Die Überlegung war, ob wir den Tigo, den haben wir ein bisschen im Ladevolumen erhöht, sage ich jetzt mal. ob wir da den an den Scania-LKW hinten dran hängen können. Wäre gut gewesen. Wäre Fahrradkette. Was? Hätte Fahrradkette, meinst du? Nein. Ja gut, dann musst du halt mit dem LKW fahren, hast du ja auch 90.000 Liter. Was ja auch. Aber sag doch mal, was du machst. Ja, ich fahr Brot zu Begehr. Strom? Ja. Und? Und ich befülle die Kalkproduktion. Nee, das nicht. Achso, doch. Und du holst Dünger, oder? Und das braucht man ja für die Sämaschine. Gras wollte ich nicht, Stroh wollte ich. Sorry. Das ist immer nervig. Manchmal ist leckt's und manchmal ist egal. Ich wollte nämlich gerade mal gucken nach unserem eigenen Feld. Das braucht noch ein bisschen. Nach unserem eigenen Feld. Die anderen Felder sind auch unsere, aber nach unserem selbst erstellten Feld. Dann sagst du einfach von Anfang an richtig. Dann passt das schon. Denken und sprechen ist immer so eine Geschichte. Denken. Was auch immer, trinken, was? Ich bin immer noch am Kalken hier. Ich könnte mir vorstellen, dass die Ladung Kalk, die ich gerade geladen habe, sogar reicht. Das sind noch 19.000 Liter. Wäre zumindest schön. Yep. Schade, dass man hier die Liftachse nicht senken oder heben kann. Aber mit dem ETS. Ja, du mit deinem ETS. Hashtag such die. Hashtag? Das reicht schon nicht mehr. Was denn? Das ist schon kein Hashtag mehr, das ist ausgeprägt. So, aber läuft. Also wir kommen voran, natürlich dauert es eine Weile. Wir warten gerade, dass der Sojapreis in den Himmel schießt. Zumindest Sojamilch! Sojamilch. Zumindest über 5.000 Euro. Und dann wird man da mal ein bisschen was verkaufen. So, weil sonst haben wir gar nichts zum Verkaufen, sehe ich gerade. Doch, das Stroh. Ja, das füllen wir ja in die BGA, klar. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir an die BGA, richtig. Ja. Gebe ich Ihnen recht. Das ist nett. Okay. Wie könnte man noch Geld? Ja, wir brauchen jetzt erstmal das Rocken. Dafür müssen wir einen Teil aufwenden, dass wir Saatgut produzieren. Also Minimum mal eine LKW-Ladung, Anhänger und LKW. Hä? Ich sollte auch Dünger mitnehmen. Das wäre ganz geschickt, so hat man es ausgemacht. Dass du keine Leerfahrt hast. Jetzt mal gucken, wie viel da ist. Müsste fast 200.000 Liter sein. Ich bin da jetzt gerade am Wenden. Machst du Heu, oder? Ja, ich weiß schon, wie du meinst. Mittlerweile ignoriere ich das einfach. Hey, du machst solche Wortwitze auch. Nö. Nö.
Tigerform Mann. Doch nicht. Pass nicht unter das Rohr. Ja, ihr müsst rückwärts drunter fahren, dann geht's. Da muss man gerade einen Schluck trinken. Der Dünger sieht aber weiß aus. Hat Dünger so an sich. Nein, oder? Klar. Oha! Ist ja viel Kalk mit drin, normal bei Dünger. Kalkium, was? Ich bin gerade am überlegen. Ist es auf jeden, was ist im Dünger drin? Auf jeden Fall Natriumchlorid oder Natriumchlorid? Phosphat. Nee. Phosphat, genau. Und ich glaube auch normal ist ein relativ großer Anteil an Kalk drin. Dann könnte man theoretisch aus Kalk Dünger machen. Notwendig für Dünger, ja. Würde ich eigentlich auch sagen. Wenn da Kalk drin ist, dann wird es auch irgendwie benötigt. Ja. Logischerweise. So, ich weiß nicht, wie lange ich hier noch am Kalken bin. Ich weiß noch nicht, wie lange ich hier am Fahren bin. Du hast wenigstens ein bisschen Abwechslung. Du lädst unterschiedliche Ladegute, nicht hier. Ladegüter. Züge. Was? Züge. Ladezüge? Nein, Güterzüge. Wow. Ich finde den Scania echt schick. Ja, vor allem ist er so grün, gell? Hashtag Greenfleet. Glaube ich, in den letzten Folgen jedes Mal gesagt, gell? Ja, man muss ja auch mal leicht aufmerksam machen. Ja, Werbung, Mottoaster. Zum 5. Mal erwähnt, aber naja. Diese Folge noch nicht. Ja, aber insgesamt. Ja, durchaus möglich. Oh, jetzt steht dieser Zigo hier im Weg und ich habe mich dazwischen gequetscht und ich... Kommt hier noch raus. Stimmt. Hoffentlich. Gut. Kannst du mal gucken, aber. Ja, ich denke wirklich, dass der Kalk jetzt voll reicht für den Rest vom Feld. Aber trotzdem, wenn du Zeit hast, mal. Bin schon dabei, weil ich den Traktor holen muss. Der Fast Truck stand doch davor. Ja. Doch alles gut. Dann ist gut. Ja, ist gut, dass alles gut ist, ne? Perfekt. Perfekt, dass das alles gut ist. Ich muss ja auch mal was trinken. Ja, trink mal. Feld 16 müsste man dann düngen. Das könnte man in der nächsten Folge machen. Können wir das? Ich bin fähig, ich weiß nicht, ob du das auch kannst. Aber ich Jetzt mache ich bitte keine Anspielungen, ne? Aber schwer würde es dir zutrauen, dass du das kannst. Ist aber nett von dir. Ja, finde ich auch. So, ich bin gerade am überlegen, wir nehmen ja immer ein paar Folgen vorher auf. Das heißt, ich würde euch heute sagen, dass ihr ab jetzt, ich denke, der Mod müsste schon draußen sein. Ja, welchen nehmen wir? Tigerfarm? Der JCB ist ja schon draußen, ne? Der JCB ist schon. Der W190D New Holland Radlader ist draußen. Ja. Und der Case IH Quadrac. Schau mich mal um. Der LKW geht ja nicht. Nee, LKW gehen nicht. Also ich werde nur Mods veröffentlichen, die komplett von mir sind. Also die ich direkt aus dem Giants Editor geholt habe. Die Amazon Condor. Hä? Ja, die Amazon Condor habe ich auch. Ja. Ja, nehmen wir die.
Nehmen wir die. Also dann könnt ihr, wenn ihr diese Folge schaut, könnt ihr die Amazon-Konto vermutlich schon auf ModHoster downloaden. Das dauert immer ein bisschen, bis die Mods freigeschalten werden, aber das sollte heute schon möglich sein. Leute. Was habt ihr bei der Amazon-Konto? Gucken wir gerade mal rein. Hier. Da haben wir eine Hauptfarbe, frei wählbar, eine Felgenfarbe, frei wählbar und eine Designfarbe, frei wählbar. Das ist der Amazon Condor Hintergrund. Der Deckel sozusagen, die Abdeckung vom Tank, die ist, der bleibt immer orange. Hat sie jetzt die Sprache verschlagen? Nein, ich habe nur gerade ein kleines Problem. Was? Ich habe vergessen, den Anhänger abzukuppeln. Oh, das sieht schrecklich aus. Da verhakt sich alles und du liegst wahrscheinlich auf der Seite, oder? Nein, ich hänge auf dem Anhänger. Auf dem Anhänger, das ist ja auch interessant. Ja, ich komme mit keinem... Ich komme mit den Rädern auf, mit den Vorderrädern auf dem Boden, aber die Schürze ist auch komplett in den Boden gefasst. Also was du machen könntest, ist nur den LKW zurücksetzen. Nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock. Naja, es ist also ja nicht der... Das tut mir nicht. Dann musst du mit einem Fahrzeug kommen und ihn retten. Darauf habe ich aber auch keinen Bock. Dann drückst du F10 und hörst auf aufzunehmen. Okay, das war's dann. Nein, sowas machen wir nicht. Doch, aber zur richtigen Zeit. Zur richtigen Zeit? War jetzt nicht. Ich glaube, der Kalk reicht nicht ein. Ah, doch, zurückgesetzt. Ich hab's gemerkt. Kurz mal geruckelt. Puh, ich hab den richtigen zurückgesetzt. Ich hab schon gedacht, ich hätte jetzt den auf dennoch Pulver zurückgesetzt. Ja, den Container musst du ja nicht zurücksetzen. Klar. Warum? Der hängt ja auf dem LKW. Sonst würde er dann noch draufkleben auf dem Anhänger. Ja, den hättest du dann runtergekriegt. Aber ist ja egal, wenn du das geregelt hast, passt's ja. Ich hab's geregelt, weil ich Profi bin. Profi? Jeder Profi. Gut, ich schaff's in dieser Folge hier fertig zu kalken. Bin gleich durch. Schaffst du das wirklich? Ja, und der Kalk reicht. Ich dachte, er reicht nicht. Doch, reicht doch. Och, Junge, ich kann ihn gleich nochmal zurücksetzen. Warum denn? Du musst halt den Container vorher absetzen. Nee, ich hab was anderes gemacht. Wie war das mit Profi? Ja, Profis machen auch mal Fehler. Tut mir leid, aber das ist halt so. Ja, ja. Ist halt so, wenn man zu langsam um die Kurve geht. So, sagen wir mal kurz an, was wir hier ansehen wollen auf dem neuen Feld. Oder auf der 13. Was brauchen wir für die Sojamilch? Soja. Stell dir vor. Nein, oder? Dann Soja. Also willst du da weiter? Oder sagen wir mal vielleicht Tabak für Brauerei? Für Tabak für Brauerei. Wir sind Tabak für Brauerei. Nee, irgendwas, keine Ahnung, Hopfen oder so. Dass wir mal noch eine andere Produktion starten. Ja. Überlegen wir uns mal bis zur nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Meistens alles, wie ich immer sage. Genau. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.